Das da vorne ist Basti. Der mit der Kamera bin ich, Eike. Und das hier ist unser Sommerurlaub. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Guck mal, Basti, die Fähre nach Norwegen. Ja, nach Norwegen, da würde ich auch gerne mal hin. Tja, wir ein bisschen Wikinger spielen, Eike. Na, pack mal deine Sachen. Und so ist eins und eins zusammengekommen und wir schmiedeten einen Plan. Von Bergen aus wollten wir uns nach Norden aufmachen und den Polarkreis überqueren. Am Anleger in Bodø würden wir dann mit den Kajaks auf der Hurtigruten einchecken und wieder nach Hause fahren. Soweit der Plan. Basti und ich sind ein eingespieltes Team, was Touren über lange Distanz angeht. So weit in den Norden zu paddeln, ist die nächste Schwierigkeitsstufe. Wir waren noch nie so weit nördlich und haben das erste Mal Zweifel, ob wir es wirklich bis zum Ziel schaffen würden. Es gibt Abschnitte, wo uns das Wetter willkürlich stoppen kann. Genau das macht aber, glaube ich, den Reiz aus. Es geht nicht darum, wie schnell man ist oder wie schnell andere sind. Man kann nur gewinnen, wenn man mit der Natur zusammenspielt. Aufgefallen, wir haben schon wieder diese ganzen Kribbelmücken. Nein, die beißen, ne? Ja, die nerven. Die beißen selbst einen durchs Inselt. Ja. Mit dem Inselt liegt, dann beißen die mal zu. Bist du jetzt schon fertig, oder was? Ja. Sag mal. Naja, ein bisschen. Ja, nee. Dann wird das Wetter morgen auch nicht gut. Ach, nee. Dann, gut, dann wird's nicht gut. Den Trick was machst du jetzt damit mit dem guten Essen? Oh, da schmeiß ich die Klippe runter. Ich war heute schon auf das Schlimmste vorbereitet. Hier mit Mütze. Aber jetzt. Norwegen ist anscheinend immer für eine Überraschung gut. Basti hat gesagt, 5 Kilo Fisch ist in Ordnung. Mehr ist auch zu viel, glaube ich. Auf jeden Fall zu viel. Die haben wir ja nie gegessen.
Mann, von den Viechern wird man ja satt. Wir paddeln gerade in den Losnossen rein und das ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, hier jetzt mal in Norwegen Fjord zu erleben. So ein Fjord gehört ja eigentlich nicht zu unserer Route dazu. Direkt vor mir ist jetzt der Lifjell, der ist 777 Meter hoch. Das ist schon ganz schön gewaltig. Da fühlt man sich richtig klein als Kajakfahrer. Also es steht außer Frage, dass das jetzt hier die unglaublichste Natur ist, in der ich je gepaddelt bin. Und ich kann gar nicht glauben, dass ich das verdient habe, jetzt hier unterwegs zu sein. Skatestrømmen, ja. Ja, 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 ja. It's very narrow. Skatestrømmen is, you can have this strong wind. Especially for us, it's not so dangerous, but for very small boats, they can capsize because all this strong wind coming, falling down from the mountains. Yeah. For the kayaker, keep clear of the steep mountains, because sometimes there will come a stone though. Das war Spaß. Aber was nun vor uns lag, war das Stadthavet. Stadthavet, you know, it can be very, very, very rough there. Sometimes we have to take it very easy. Very easy when it's very rough. But sometimes we may wait. You see, you have the current going north, and maybe you get northwest wind and you get extremely high waves in the area of Stadthavet. It can be very, very dangerous sailing. Wir kannten die Geschichten über das Stadthavet, dass selbst die Wikinger ihre Boote über Land trugen und dass nun ein riesiger Schiffstunnel gebaut werden soll. Für uns war das Grund genug, dass wir das Stadthavet so schnell wie möglich hinter uns bringen wollten. Doch wir sollten eine Lektion lernen. Am Horizont zog ein Gewitter auf und wir waren in kürzester Zeit umgeben von komplizierten Wellenbedingungen. Ich wusste, irgendwo war eine Bucht mit Sandstrand, wo wir in Sicherheit wären. Aus unserer Position sahen wir aber nur Felsen und Wasser. Hinter einer Untiefe sahen wir dann doch endlich den Strand. Dort angekommen waren wir zwar geschützt, aber der Versuch, das Stadthavet zu durchqueren, gescheitert. Wir waren gestrandet auf halbem Weg und wussten nicht, wann es weitergehen würde.
So, Basti, heute paddeln wir mal ums Kap rum, oder? Naja, das machen wir. Das Wetter meinte es heute gut mit uns. Die Erfahrungen, die ich im Stout Harvard gemacht habe, werde ich aber nicht so schnell vergessen. Zu Hause auf der Ostsee hatte ich lange keine Herausforderungen mehr. Die Ostsee wurde für mich wie ein Spielplatz, ein sicherer Ort, wo man mit den Elementen spielen kann. Hier draußen war es genau andersherum. Das Meer hat die Kontrolle übernommen. Ich habe gelernt, wieder Respekt vor der See zu haben. Was, wie ich jetzt weiß, wichtig ist. Das Kapitel Stud Harvard war nun abgeschlossen. Vor uns lag die Insel Runde, Brutplatz für 170.000 Seevögel. Für die Papageientaucher waren wir zu spät dran. Allein für den Blick aus der anderen Perspektive hat es sich trotzdem gelohnt, einen Abstecher dorthin zu machen. Wir werden bombardiert. Es sind zu viele. Wir haben hier gerade Mückenterror. Die Biester sind überall. Ich habe gerade noch das Zelt aufgebaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Bin schon völlig zerstochen. Jetzt schnell baden gehen, dann probieren irgendwie zu kochen und sofort ins Zelt. Lange Klamotten sofort an. Heute ist mal Sonne. Aber lange Klamotten sind Muss. So. Bloß weg hier. Hoffentlich ist es heute Abend weg mit den Mücken. Kein Luft mehr für mich. Ich bin total zerstochen. Stell dir das mal vor, die ganze Tour nur Mücken. Ja. Das sind ja noch norwegische Mücken, das ist ja noch schlimmer, ne? Abgebrochen wegen Mücken. Im nächsten Hafen fragte ich einen Norweger, ob denn im Norden weniger Mücken sind. Im Norden sind die Mücken so groß wie Flugzeuge, antwortet er. Das Schlimme an den Mücken ist ja, dass sie nur bei schönem Wetter unterwegs sind. Wenn es regnet, ist man ja sowieso im Zelt. Aber draußen kochen und dem Sonnenuntergang zusehen, wann hat man das schon im Alltag?
So, wir haben hier schon wieder so eine Situation mit der Tide. Aber heute waren wir kreativ und benutzen mal unser Wurfseil, das Photo. Und jetzt geht es hier einmal für das Boot ab über den Seetank. Da gibt es gar keine Kratzer und wir ledern uns nicht ab. Gibt es bei dir auch wieder Nudeln? Ja. Bei mir auch. Das ist der 11. Tag mit Nudeln. Jeden Tag. Ich habe heute das erste Mal mein Shirt gewaschen. Das ist aber gut gereift in 11 Tagen. Gereift? Ja, jetzt habe ich es aber doch gewaschen. Ne? Es hat schon einen richtigen Geruch gehabt. Das war, ja, wie ein Wein. Ne? Also den sollst du ja auch nicht sofort. Wein. Ja, den lässt ja auch erstmal gut werden. Ja. Ja, so ähnlich ist das auch mit dem Shirt gewesen. Ein gutes T-Shirt muss reifen. Ja, genau. Das wäscht man nicht jeden Tag. Niemals. Ja. Ganz wohl vergessen. Also so kann es bleiben vom Wetter. Schauen wir mal. Das ist alles Salz. Überall Salz. Ja, wir haben hier eine Wasserflasche aus Malaysia. Wasser aus Malaysia? Ja, genau. Für Singapur. Ja, Singapur. Also das ist ganz schön weit geschwommen, das Trinkwasser im Salzwasser. Man will es ja kaum glauben, ne? Splash. Ja, und es ist sogar noch unverschlossen. Das heißt, wir werden ein Experiment wagen. Das bedeutet, dass wir das jetzt öffnen. Ich öffne. Wie lange hat das wohl geschwommen? Keine Ahnung. Das probieren wir jetzt aus. Nee, alles gut. Also noch funktioniert es. Also ich merke noch nichts irgendwie. It's a lot of shipping crossing Norwegian water, so maybe there can be a cruise ship. They have supplied water in the Far East and drop it here. But from the Far East, it's must be dumped in European waters. Have you ever seen an elk? Elk? A lot of them. I have also seen them on the sea. I have actually must stop the ship because the elk is swimming over the route. So we have to keep it quiet so the elk could swim. It was between two islands. There was two elks swimming over. Durch die Jagd ist es immer schwieriger geworden, Elche zu sehen. Auf der nächsten Insel entdeckten wir aber eine ungewöhnlich große Spur im Sand. Also blieben wir dort mit der Hoffnung, einen Elch zu sehen. In der Nacht kletterte ich nochmal auf einen Felsen, wo ich Handyempfang hatte. Dort hörte ich erst und sah dann auch den Elch auf unsere Insel kommen. Basti verpasste das aber leider im Zelt. Also wollten wir noch einen Tag bleiben und hielten Ausschau. Wir wussten jetzt ja, dass der Elch irgendwo auf der Insel ist.
Nach unserem einen Urlaubstag geht es jetzt wieder los. Jetzt hat der Elch auch wieder seine Ruhe auf der Insel. Wir machen uns jetzt auf in Richtung Brønnøysund. Und ja, jetzt ist wieder Paddejackenzeit. Ich glaube, der Sommer ist vorbei. Je näher wir dem Polarkreis kamen, desto einsamer wurde die Landschaft und dunkler das Wetter. Der Wind stand noch hinter uns, aber wir mussten uns anpassen, schnell, denn es wurde kalt um uns herum. Der September stand direkt vor der Tür und die Zeit lief uns davon. You see, when you pass, you feel you coming into the Arctic waters. So when you pass the Arctic Circle, you are in Arctic water, and it's a little challenge, this, and you are in Arctic water. Schluck vom Zaubertrank. Irgendwann wollen wir nur noch eine Pause machen und den Körper aufwärmen. Doch in diesen Situationen macht man keine Pausen mehr. Das Kajak ist gleich nach dem Zelt der gemütlichste Ort hier draußen. Das ist vielleicht schwer vorstellbar. Aber sobald man sich nicht mehr bewegt, friert man. Man überlegt sich sehr gut, wann und vor allem, wo man das Zelt später aufstellen wird. Ein altes Sprichwort sagt, ein Schiff ist sicher im Hafen. Aber das ist nicht, wofür Schiffe gebaut wurden. Im Hafen von Sandnessjön mussten wir nur genau das erkennen. Der Sommerurlaub war vorbei, so viel stand fest. Aber wann passieren denn die Momente, an die man sich ein Leben lang erinnert? Zu Hause auf der Couch? Oder hier draußen, wo man die Elemente spürt? Wir waren so nah am Polarkreis und aufgeben wäre einfach nicht drin gewesen. Fast 1000 Kilometer sind wir bis hierhin gepaddelt. Natürlich ist auch irgendwo der Weg das Ziel. Aber wenn man nach Hause kommt, will man doch sagen können, ja, wir sind zum Polarkreis gepaddelt. Guten Morgen zur Polarschau. Zuerst das Wetter. Es regnet, es windet und das Wasser ist kalt.